Ein Haus wird gebaut. Hier sieht man gerade die Herstellung des Kellers. Aber wie kommt es dazu? Beziehungsweise warum bleibt das Haus stehen? Dafür sind im Vorfeld Baugrunderkundungen wichtig. Vor allen Dingen hier auch die direkten Aufschlüsse. Die direkten Aufschlüsse kann man zum Beispiel mit einer kleinen Bohrung erstellen. Zur Baugrunderkundung im Feld dienen direkte Aufschlüsse. Sollen diese in größere Tiefe geführt werden, kommen Erkundungsbohrungen zum Einsatz. Möchte man nur kleinere Mengen an Probenmaterial gewinnen und einen durchgehenden Aufschluss bis in eine Tiefe von zum Beispiel 10 Meter erhalten, wird bevorzugt die sogenannte Kleinrammbohrung genutzt. Dieses Bohrverfahren bietet viele Vorteile und ist eine kostengünstige und häufig eingesetzte Aufschlussmethode. Die Kleinrammbohrung lässt sich mobil einsetzen und bietet in geeigneten Böden eine hohe Erkundungsleistung. Als Kleinrammbohrverfahren werden Bohrverfahren mit einem Rammgestänge und einem Bohrlochdurchmesser zwischen 30 und 80 mm bezeichnet. Kleinrammbohrverfahren sind für den Einsatz in sanden und feinkörnigen Böden geeignet. Für die Durchführung einer Kleinrammbohrung wird ein mechanischer Hammer benötigt. Mittels des Hammers kann Energie auf einen Schlagkopf aufgebracht werden, sodass das am Schlagkopf angeschlossene Gestänge mit einem Entnahmerohr im unteren Bereich in den Boden eingerammt werden kann. Das Entnahmerohr oder auch Kernrohr genannt, ist ein unten geöffneter Stahlzylinder mit einer seitlichen Längsnut. Am unteren Ende befindet sich eine scharfe Schneidekante, die das Einrammen erleichtert. Hier kann auch ein sogenannter Kernfänger eingesetzt werden. Dieser verhindert, dass der eingerammte Kern innerhalb des Rohres wieder herausrutschen kann und die Probe somit unbrauchbar wird. Die Länge des Entnahmerohrs kann 1 oder 2 Meter betragen. Das Gestänge dient zur Verlängerung der Bohrung und besteht in der Regel aus 1 Meter langen Stahlstangen mit einem entsprechenden Gewinde. So können zwischen Kernrohr und Schlagkopf weitere Verlängerungsstangen eingeschraubt werden, um eine gewünschte Endtiefe zu erreichen. Wie wird nun eine Kleinrammbohrung durchgeführt? Am Ansatzpunkt wird das Kernrohr mit dem mechanischen Hammer lotrecht in den Boden eingerammt. Und zwar so lange, bis ungefähr nur noch der Schlagkopf aus dem Boden ragt und das Kernrohr mit Boden gefüllt ist. Nach Erreichen der jeweiligen Tiefe wird das Kernrohr gezogen. Hier in diesem Beispiel wird eine Klemmvorrichtung mit einem mechanischen Hebel verwendet. In der Praxis geschieht dies häufig über hydraulische Pressen.
Die Kernrohre mit den gewonnenen Bodenproben werden seitlich der Bohrung gelagert. Durch die seitliche Öffnung der Kernrohre kann nun der gewonnene Boden angesprochen und der Bodenaufbau dokumentiert werden. Außerdem werden die benötigten Proben entnommen. Der Durchmesser der Kleinrammbohrung ist auf 80 mm begrenzt. Daher muss darauf geachtet werden, dass die gewonnene Probenmasse für die geplanten Laborversuche ausreichend ist. Zudem muss beachtet werden, dass die Qualität der Proben nicht so hoch ist wie bei Verfahren mit größeren Bohrlochdurchmessern. Die Kleinrammbohrung wird nach aktueller DIN EN ISO 22475 erster Teil als ein Verfahren zur Probeentnahme der Kategorie E, gegebenenfalls auch D eingestuft, mit welchem man nur Bodenproben der Güteklasse 5, gegebenenfalls 4 entnehmen kann. Für die spätere Darstellung und die anschließende Bewertung der Erkundungsergebnisse spielt die Dokumentation des Bohrkerns eine wesentliche Rolle. Der genaue Ablauf der Dokumentation des gewonnenen Materials und die Darstellung des direkten Aufschlusses werden in einem separaten Video verdeutlicht und erläutert. Kleinrammbohrungen stellen eine sehr kostengünstige und effektive Möglichkeit dar, den Baugrund zum Beispiel für ein Einfamilienhaus direkt aufzuschließen. Und durch die anschließende Darstellung der direkten Erkundung lassen sich diese Daten dann auch sehr gut weiterverarbeiten.